Ja, hallo ihr Lieben, Christian Mischemeier, Paterbeziehungscoach. Heute reden wir über, wie unterscheiden wir eigentlich eine gute Verliebtheit von so toxischer Verliebtheit, also ja, wo man schon so von Liebessucht reden muss, weil tatsächlich geschaltet ist sich so, dass ja, dass gerade die falschen Partner, die wir so daten, die vielleicht spezielle Persönlichkeitsmerkmale haben oder so, ja, dass gerade die natürlich manchmal besonders charmant sind oder ein Lovebomb, und wenn man dann noch anfällig ist dafür, ja, dann geht man da so voll rein und das führt häufig zu so einer extremen Verliebtheit, die dann eigentlich direkt übergeht in Liebessucht. Das ist eine ganz kurze Mail. Genau, wir hatten auch, ich hatte gestern ja für einen Single-Tag so ein super spezielles, sehr günstiges Dating-Kurs-Paket geschnürt. Das lasse ich heute nochmal drin. Also könnt ihr heute euch noch holen. Das ist quasi der Dating-Kurs und das große Polaritätspaket zusammen für den Preis vom Dating-Kurs. Und auch noch beide Dating-Kurse zusammen. Also, guckt's mal. Ich verlinke es hier oben unten drunter und findet ihr aber auch, wenn ihr auf liebische.de geht, einfach oben im Banner mal draufklicken. Gut, ganz kurze Frage. Hallo, hier eine kurze Anregung, was man eventuell mal kommentieren könnte. Es handelt sich um den Welt-Podcast, die Sache mit der Liebe. Folge, woran erkenne ich, dass er oder sie der Richtige ist? Beim Hören dieses Podcasts hat mich ein wenig angetriggert. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht extra gehört, aber die Frage ist einfach auch eine gute Frage. Beispielsweise, dass nicht schlafen können nach einem Date ein Anzeichen ist, dass er oder sie der Richtige ist. Also das ist wirklich so wie aus früher, weiß nicht, gibt es diese Zeitung noch, die Tina oder die Brigitte oder so irgendwie aus dem Selbsthilfeteil irgendwie so von Wissen von 1960. Also was ich in diesem Podcast tummel teilweise, aber Social Media ist so wie es ist, ist ja auch gut. Jeder weiß alles, jeder kann Raketen bauen, jeder ist Impfwissenschaftler, jeder ist Wirtschaftswissenschaftler, Politikwissenschaftler und natürlich auch Psychologe. Und dann, ja, das ist wie gesagt wie aus, weiß ich nicht, 1947 irgendwie eine Zeitschrift, die beim Arzt ausliegt. Ja, wenn du nicht schlafen kannst, dann ist es ja richtig, ey. Ja, warum ist das nicht gut? Ich sag mal so, wenn man völlig 1A, super Eltern, haben wir immer pünktlich aus dem Kindergarten abgeholt, alles war super. Du hast auch genetisch nicht irgendwelche Anlagen zu irgendwelchen Bindungsproblemen, also deine Blutlinie ist bis zu Neandertalern, alles ist rein. Würde ich noch mit mir reden lassen, dass auch vielleicht eine starke Verliebtheit, ja, was heißt starke Verliebtheit? Du bekommst quasi direkt das präsentiert, was so auf deinem Liebeschip liegt, ne? Aber selbst da würde ich sagen, dass, soll ich mal sagen, sehr ungewöhnlich starke Verliebtheiten, ja, kommen wir jetzt als nächstes zu. Aber wie gesagt, die müssen vielleicht ein bisschen weniger aufpassen. Alle anderen, und das sind vielleicht ganz viele, vielleicht sind das auch die meisten von uns, die eben schon im Schmerzkörper, was weiß ich, so ein paar Beziehungstraumata erlebt haben und war vielleicht nicht immer alles tippitoppi in der Kindheit und oder vielleicht auch mit den Geschwistern und ich weiß nicht was. Und dann lagert sich das eben auf dem Liebeschip, also für die Neuen, das ist wie so der Bereich im Gehirn, der so mit Beziehungen zu tun hat, nennen wir ja mal so, reichern sich dann eben auch schmerzhafte Sachen an und das sucht man dann unbewusst immer wieder. Und das heißt, gerade wenn du weißt, du hast also ein scheiß Beuteschema, und du findest jemanden so richtig gut, selbst wenn du vorher drüber nachgedacht hast, so, ja, die ich jetzt vorher gedatet habe, die will ich aber nicht mehr daten. Und dann ist aber wieder, du findest wieder jemanden richtig gut, also so gut, dass du nicht schlafen kannst, ist das ein ganz schlechtes Zeichen leider, ne? Ich habe auch extra, guckt euch das wirklich mal an, auf liebische.de gibt es zwei Persönlichkeitstests, einen allgemeinen und einen Verliebtheitstest, den kann ich euch nur wirklich ans Herz legen. Der hat eine Skala von 1 bis 10, glaube ich. Und das auch wirklich nur, wenn man auf einer 10 liegt, dass es vielleicht nicht gut ist. Also ich lasse ja gerne mit mir reden, dass man natürlich will mal so ein bisschen in Love sein und ein bisschen durch den Wind, das ist alles wunderbar. Aber wenn du, das ist leider das Signal von Liebessucht, die großen drei Signale, nicht mehr schlafen können, nicht mehr arbeiten können, nicht mehr essen können. Und das ist nichts Gutes, ne? Deswegen wir können ja nochmal überlegen, was spielt denn da noch mit rein, außer dass jemand vielleicht
einlovebombt oder ein bisschen manipuliert oder was weiß ich. Ich will diese Wörter eigentlich auch gar nicht mehr benutzen. Ne? Aber gut, was spielt noch mit rein? Auf jeden Fall, dass jemand Hot and Cold macht. Das füttert das halt sehr, ne? Weil dieses nicht schlafen können ist auch ein Angstsymptom. Also man hat überhaupt viele Angstsymptome, die wir umdeuten, das ist auch ganz normal, die wir in der Verliebtheit umdeuten als Verliebtheit. Aber zum Beispiel Schmetterlinge im Bauch ist eigentlich ein Angstsymptom, ne? Ja, wofür soll ich denn Angst haben? Ja, dass dich der jemand nicht will, ne? Das ist Verlustangst und dass es doch nicht klappt und dass du deinen Preis doch nicht bekommst. Und so ist auch nicht schlafen, nicht essen, nicht arbeiten können, ist eigentlich ein Angstsymptom so, ne? Und wird dann aber umgedeutet, boah, das ist, wie gesagt, ein Stück weit, das ist normal verliebt, wird umgedeutet als extreme Verliebtheit. Und das ist eben. Also wenn man dann zum Junkie wird von seinem Partner, wir wissen alle, wo das endet. Krümelbeziehung, man verliert die Bodenhaftung, man verhält sich extrem, es gibt riesen Enttäuschungen irgendwann, weil man so eine Idealisierung dann ist, ne, in so einer Fantasiewelt. Und da schließt sich auch der Kreis dann wieder, dass gerade Menschen, die schwierige Erfahrungen hatten, die neigen auch dazu, so in Fantasiewelten zu gehen, weil das für die so ein Überlebensmechanismus war, ne? Könnt ihr auch mal in meinen Wrecking Good, ne? Liebeschippt Traumakurs mit kleinem T, könnt ihr auch gerne mal reingucken. Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Also auf jeden Fall ist das nichts Gutes, ne? Gar nichts Gutes. Aber irgendeinen wichtigen Gedanken hatte ich noch. Weiß ich nicht, dann ist vielleicht doch nicht so wichtig, wenn es mir nicht mehr einfällt. Ja, okay. Vielleicht weiß mir eigentlich, ich melde nochmal zu Ende lesen. So, ja, also gerade der Richtige, also gerade wenn du eine Historie hast von den falschen Partnern, ist schon so, dass du verliebt bist in Richtigen, aber das fühlt sich eher an wie so eine, okay, ich find ihn gut, ich bin verliebt, aber es fühlt sich irgendwie so nüchtern an. So, ne? Das will man auch manchmal gar nicht, weil die liebessüchtige Stimme einen immer wieder einredet, nein, du brauchst diesen Hype und es muss so sein wie in der Brigitte aus 1947. Aber das sind so Narrative, die wir auch in der Popkultur finden, in Popsongs und in Gedichten, die sind einfach Müll irgendwie so, ne? Naja, und ein richtiges Verliebtsein fühlt sich eben ein bisschen nüchterner an und geerdeter und du merkst auch, dass du keine Angst hast, ne? Und auf die Dauer merkst du typischerweise auch, dass ein bisschen Bindungsangst getriggert wird bei dir, ne? Dass du mal so Tage hast, wo du denkst, ich fühle es eigentlich gar nicht so. Das ist leider dann die gesunde Verliebtheit so, ne? Und bevor man nicht die Arbeit an sich gemacht hat, die wir hier anbieten, suchst du halt immer wieder das Falsche, ne? Das ist wirklich verrückt, ne? So, ich weiß nicht, ob ihr auf so ein Format reactet. Ja, habe ich mir jetzt meistens mal gespart. Das kann ich auch so beantworten. Aber noch eine zweite Frage interessiert und würde mich auch sehr dafür, dass zumal der Podcast ein seriöser Podcast erscheinen möchte. Ja, muss ja nicht sein, dass jetzt alles Quatsch ist, ne? Eine andere Frage, hier war doch noch eine Frage. Ob es ratsam ist, Menschen zu daten, damit Mann, Frau einen in der Reserve hat, falls jemand abspringt. Ja, das ist jetzt schon wieder eine etwas schwierige Frage. Also, ich weiß, ey, würden bestimmt ganz viele sagen, nee, ist überhaupt keine gute Idee, weil man das selber nicht will so gerne. Ne? So. Aber de facto, vielleicht ist nicht bei mir auf dem Kanal unbedingt, also die das jetzt hier gucken, aber de facto machen das ganz viele Menschen. De facto wird es immer normaler, vor allen Dingen, wenn du Online-Dating machst, dass auch Leute gar nicht so drauf aus sind, auf ein Commitment, gerade so die jüngeren Generationen, wie meine zum Beispiel, gar nicht mehr drauf aus sind, auf Commitment und auch vielleicht unter Umständen gar nichts dagegen haben, dass du mehrere Leute datest, so, ne? Ich sag mal so, da muss man jetzt wieder unterscheiden, du weißt, das ist immer schwer im Kopf so klar zu kriegen. Bist du jemand, der zu einem ungünstigen Beuteschema neigt? Muss ich eigentlich davon abraten, weil dieses ganze Parallele überfordert einfach das Bindungssystem da leicht. Nicht, dass das jetzt falsch wäre, wenn das ethisch sauber ist, sage ich mal. Kann man das durchaus machen, aber es führt halt zu vielen Problemen, es führt zu Stress, es führt zu Verwirrung und zu letztlich irgendwas, was nicht so richtig sauber läuft. Und das, wenn man sowieso schon angeknacksten Liebeschip hat, macht das eigentlich immer nur zusätzliche Probleme. Vor allen Dingen,
wenn auch der andere das macht und das vielleicht nicht so richtig offen ist. Also, so in ganz vielen Situationen ist es vielleicht nicht gut. Wenn es nur darum geht, wenn du super geerdet aufgestellt bist, was Dating angeht, so, ne? Und es ist auch klar, dass du dich in einem Umfeld bewegst, wo das, wo der andere damit rechnen muss, dass du das machst, wo der andere es vielleicht auch machst, kann es einen Vorteil bringen, dass du nicht so needy bist, ne? Dass du, das wird manchmal, und ich kann das nachvollziehen, die Dating-Altvorderen sozusagen, die großen ehernen Dating-Coaches der letzten 100 Jahre sagen gerne, du bist nicht so needy, wenn du mehrere datest. Da geht es aber nicht darum, jemand im Petto zu haben, sondern du weißt halt auch nicht, wie sich das jetzt weiterentwickelt, ob es dabei bleibt, dass du mehrere datest oder ob sich einer daraus rausschält. Also jemanden jetzt so im Petto zu haben, nur dass du ihn im Petto hast und den lässt du sozusagen an der langen Leine mitlaufen, das wäre jetzt sicherlich ethisch nicht sauber so, ne? Aber wenn du dich in einem Umfeld bewegst, wo das alles normal ist, vielleicht sogar gewünscht wird, kann es tatsächlich dazu führen, also gerade wenn du Leute datest, die auch mehrere daten, dass du mehr in so einem ruhigen Mindset bist, ne? Ja, wenn noch spannende Fragen, holt euch noch, braucht auch keinen Code dafür, ist einfach so ein Angebot, dieses besondere Single, der Angebot nur noch heute dann. Und ja, wir werden uns jetzt zu einem Lost Place bewegen heute hier. In diesem Sinne, macht die Fragen Kurse. Vielleicht sehen wir uns, das war auch gerade noch gesagt, das glaube ich jetzt nur noch 2 Wochen, ne, auf einer Liebische Party in Hamburg oder auf der Lesung in Berlin. Und bis dahin, ciao, ihr Lieben.